Komm schon. Ella. Ella. Sammy, Doris wird bei seinem Geschäft sein. Schön, dich zu sehen. Keramikwaren, Auswahl für die ganze Familie. Hallo, Doris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Oh, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Das hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast. Aber meine Familie... Es ist heiß. Ich habe schlechte Laune. Und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren. Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Malaka. Trotzdem bist du ihm noch Drachmen schuldig. Sieh es ein. Sobald der Zyklop euch erwischt, werdet ihr beide tot sein. Also gut, ich zahle doch. Hör schon auf. Schön. Das Geld gehört dir. Hau einfach ab. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Doris. Nimm meinen Namen nicht in den Mund. Ich will nicht, dass der Zyklop zu mir kommt, wenn ihr eure Schulden nicht zahlt.